In diesem Video geht es um die beste Hybridkamera genau für dich. Ich habe alle Kamerabrands eingeschlossen, also Sony, Nikon, Canon, Fujifilm und so weiter. Also ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Nochmal ein Hinweis zuvor. Ich werde nicht immer so welche Sachen wie Autofokus und sowas miterzählen, da es nämlich heutzutage so ist, dass eigentlich jede Kamera einen guten Autofokus ist. Nur wenn er extrem schlecht oder extrem gut ist, werde ich das natürlich auch nochmal erwähnen. Das gleiche auch mit den Serienbildern einer Kamera. Ich finde, dieser Spec ist nicht so wichtig und ich möchte mich lieber auf die anderen konzentrieren. Aber das soll jetzt erstmal egal sein. Was für Optionen gibt es? Wir fangen an mit dem Kamerabrand Canon. Die haben eine breite Auswahl an APS-C-Kameras, nämlich die R100, die R50, die R10 und die R7. Bis hierhin können alle Kameras außer die Canon R7 noch kein 10-Bit-Lock, also nicht ganz so gut fürs Color Grading, wie ich es momentan auch gerade mit dem S-Log3 Profil mache. Die Canon R7 hat 10-Bit-Lock, 33 Megapixel und kann sogar 4K mit 60 FPS shooten. Das aber nur in einem 1,5-fachen Crop, also jetzt auch nichts ganz Besonderes. Man würde also von dem jetzt schon kleinen APS-C-Sensor nochmal reinkroppen und so verliert man, wenn man die Brennweite anpasst, noch mehr Hintergrund und Schärfe und das will man ja natürlich nicht für den schönen Bokeh-Effekt. Wenn wir mit den Sony APS-C-Kameras weitermachen, sehen wir ungefähr genau das gleiche Verhalten. Wir haben einmal die Sony ZV-E10, diese kann 4K mit 30 FPS und es sind noch keine 60 FPS vorhanden und sie bietet auch keine 10-Bit-Lock-Aufnahme, nur 8-Bit-Lock. Und genau das gleiche auch mit der A6400, die Fotoversion davon mit einem Sucher. Die neuere A6700 dagegen hat diese ganzen Features. Sie hat 26 Megapixel, wie gesagt 10-Bit-Lock und kann 4K 60 FPS ohne Crop schießen und sogar 120 FPS mit Crop. Nikon ist hier wirklich sehr enttäuschend. Ich habe hier keine richtig guten APS-C-Kameras gefunden, die ich in dieses Video mit reinnehmen möchte. Springen wir deshalb direkt zu Fuji über, denn die haben wirklich sehr, sehr schöne APS-C-Kameras, anfangend mit der XS20. Sie hat den Sensor aus der X-T4 gespendet bekommen und damit auch die ganzen Video-Features und noch ein bisschen mehr. Diese kann 4K 60 FPS ohne Crop, 10-Bit-Lock und sogar noch als Bonus kann sie 6K Open-Gate Video aufnehmen. Bei den älteren Fujifilm-Kameras gab es bisher auch immer ein Autofokus-Problem. Es wurden immer von Aussetzern gesprochen. Jetzt mit dem neuen Autofokus ist er schon viel besser. Es kann zwar immer noch nicht bei Weite mit den Sony-Kameras mithalten, aber hier ist der schon wirklich nutzbar. Eine High-End-APS-C-Kamera von Fuji haben wir natürlich auch. Diese heißt XH2S. Diese kann 4K mit 120 FPS ohne Crop und 6K Open Gate mit 30 FPS. Diese hat einen Stacked-Sensor, das heißt, es gibt wirklich keinen Rolling-Shutter, was bei meiner Sony A7 IV jetzt nicht so schön ist. Kommen wir nun zu den Vollformat-Kompetitoren. Wir fangen an mit Canon und da starten wir mit der Canon R8. Das ist eine etwas abgespecktere Version von der R6 Mark II. Diese beiden Kameras, also die R6 Mark II und die R8, können 4K mit 60 FPS ohne Crop aufnehmen, haben natürlich auch 10-Bit-Lock-Aufnahme und haben einen grandiosen Autofokus. Das, was die Canon R8 jetzt weniger hat als die R6 Mark II, ist erstmal kein Joystick zu haben, also man müsste den Autofokus dann immer auf dem Display dann antippen und die Canon R8 hat einen kleineren Akku. Das sind nur die zwei Unterschiede, der aber schon einen größeren Preisunterschied ausmacht. Canon bietet aber auch noch eine R5-Kamera, die dann wirklich die High-End-Specs besitzt. Sie kann 4K mit 120 FPS aufnehmen und 8K bis 30 FPS. Sie hat 45 Megapixel und sie kann auch in RAW Video aufnehmen. Sony Vollformat-Kameras. Hier sieht man jetzt schon eine klare Abgrenzung der verschiedenen Kategorien, die so Sony freigibt. Es gibt einmal die klassische Filmkamera mit weniger Megapixeln, die wir dann jetzt hier als ZV-E1 haben. Diese hat wie gesagt 12 Megapixel, hat dafür 4K mit 120 FPS und natürlich auch 10-Bit-Video, was wunderbar für Video ist, aber natürlich auch ein tolles Low-Light-Verhältnis. Dann gibt es so die Hybridkamera, die Sony A7C Mark II. Diese hat 33 Megapixel, eigentlich genau das gleiche wie die Sony A7 IV, halt nur noch mal mit einem etwas kleineren Sucher, dafür jetzt aber auch nochmal mit einem viel, viel besseren Autofokus, der jetzt auch KI-Erkennungsmodi hat. 4K 60 ist bei dieser Kamera jetzt leider nicht drin, das leider nur in einem 1,5-fachen Crop. Hier muss man sich also mit 4K 30 ohne Crop zufrieden geben, dafür hat man dann aber auch wieder schönes 10-Bit-Video in S-Log3 mit einem schönen Dynamik. Umfang. Das gleiche solltet ihr jetzt auch eigentlich hier mit meiner A7 IV sehen, denn das ist ja eigentlich genau der gleiche Sensor. Und dann gibt es noch die Kamera mit der höheren Auflösung. Das ist die Sony A7
A7C R. Diese kann 4K bis zu 30 FPS normal aufnehmen. Und wie bei der Sony A7IV und A7C2 gibt es bei 4K60 einen Crop. Dieser ist aber kleiner, er ist nur 1,2-fach. Dafür ist das Ganze dann aber line geskippt. Das Ganze ist also jetzt nicht mehr von diesem hohen Sensor scharf runtergemacht. Da geht halt einfach ein bisschen Qualität verloren. Finde ich, wäre jetzt aber hier auch noch verkraftbar. Die Kamera hat 61 Megapixel und ist somit eine perfekte Landschaft-Natur-Wildlife-Kamera, um möglichst viel Details einzufangen. Die Nikon-Vollformat-Kameras finde ich hier nicht so gut als Hybrid-Kameras geeignet. Diese haben zwar 24 Megapixel und einen einigermaßen guten Autofokus, aber sie haben keine 10-Bit-Videoaufnahme, was halt wie gesagt nicht so gut für Color-Grading ist. Und ich finde, heutzutage sollte man schon 10-Bit-Video besitzen. Vor allem in einer Vollformat-Kamera, die auch einiges kostet. Deswegen kann ich hier auch nur die Nikon Z8 empfehlen. Diese hat dann aber wiederum wirklich tolle Specs. 8K mit 60 FPS im RAW-Video ist möglich, 4K bis zu 120 FPS und einen grandiosen Autofokus hat sie. 45 Megapixel sind an Bord und insgesamt eine schöne Kamera. Und jetzt zum ersten Mal kommt auch die Marke Panasonic ins Spiel, nämlich mit der Lumix S5 Mark II. Diese vergleiche ich immer gerne mit der Sony A7IV, denn sie hat ungefähr die gleichen Specs. Sie kann auch nur 4K 30 FPS ohne Crop, 60 FPS ist nur in einem 1,5-fachen Crop verfügbar und sie hat statt 33 Megapixel in der Sony A7IV nur 24 Megapixel. Dafür allerdings 6K Open-Gate Videoaufnahme, perfekt für anamorphe Objektive. Ranking. Kommen wir jetzt zum Ranking der ganzen Kameras. Dieses habe ich in verschiedene Kategorien eingeteilt, nämlich die Best Budget Kamera, die Best Bang for the Buck Kamera und wenn Geld keine Rolle spielt Kamera. Natürlich einmal für APS-C und einmal für Vollformat. Und ich habe den Kameras dazu auch direkt die passenden Objektive zugeteilt. Ich fand die Holy Trinity gut, weil die irgendwie in jedem Kamerasystem vorhanden ist. Ich finde, das gehört immer dazu, auch direkt die Objektive mit reinzunehmen, weil wenn es die gewünschten Objektive nicht bei dem Kamerasystem mitgibt, dann macht es keinen Sinn, nur die Kamera davon zu kaufen. Also, hiermit darf ich Ihnen die beste Best Budget APS-C Kamera präsentieren. Einmal Trommelwirbel bitte. Die Sony A6400. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass sie eher nicht so tolle Specs hat. Sie hat nur 4K bis zu 30 FPS und mehr ist auch nicht verfügbar. Sie hat auch nur 8-Bit S-Log, was jetzt auch nicht grandios ist. Aber wenn ihr einer meiner letzten Videos gesehen habt, wo ich 10-Bit versus 8-Bit verglichen habe, wisst ihr, dass es jetzt auch nicht so ein großer Deal ist. Und da die Kamera auch nur 750 € kostet, finde ich, muss sie einfach in diese Bestenliste mit rein. Mit der Holy Trinity an Objektiven, also dem Sigma 10-18mm f2.8, dem Sigma 18-50mm f2.8 und dem Tamron 70-180mm 2.8 kostet die Kombo nur 3.480 €. Das hört sich jetzt erstmal teuer an, aber ihr müsst wissen, das ist wirklich jetzt der gesamte Bereich von Ultraweitwinkel zur Tele. Also ihr hättet wirklich erstmal den gesamten Bereich abgedeckt und ihr werdet erstmal zufrieden. Dicht darauf gefolgt kommt die Sony ZV-E10 mit dem 150 € günstigeren Paket am Ende. Wenn ihr auf den Sucher verzichten könnt, wäre das natürlich auch eine grandiose Kamera. Und der dritte Platz bleibt jetzt einfach mal aus. Kommen wir nun zu der Best Bang of the Buck Kamera. Ich darf Ihnen präsentieren die Fujifilm XS20. Ich finde es wirklich beeindruckend, was in dieser Kamera alles drinsteckt. Sie hat wirklich professionelle Features, die es in einer so günstigen Kamera normalerweise nicht geben würde. 6K Open Gate Video ist wirklich etwas Besonderes. 4K mit 60 FPS ist wirklich das, was man braucht. Bei der Kategorie, wenn Geld keine Rolle spielt, ist der Gewinner die Fujifilm XH2S. Nein, es ist nicht die A6700 von Sony. Die XH2S bietet High-End Features, die es in einer APS-C Kamera bisher noch nicht gegeben hat. 6K Open Gate, 4K 120 FPS und ein toller Autofokus mit einem Stack-Sensor ist wirklich grandios und sie hat sich diesen Preis wirklich verdient. Kommen wir nun zu den Vollformat Awards. Hier habe ich die Kategorie Best Budget und Best Bang for the Buck zusammengefasst, denn ich glaube, jetzt bei Vollformat ist Budget und günstig jetzt nicht mehr so eine große Rolle. Also so viel günstige Optionen gibt es hier jetzt nicht mehr. Und hier habe ich jetzt auch nicht nur einen Gewinner, sondern direkt drei, denn ich konnte mich hier nicht richtig entscheiden. Alle Kameras haben hier irgendwie seinen Platz. Die Panasonic Lumix S5 Mark II, die Sony ZV-E1 und die Sony A7C Mark II. Gratulation! Die Panasonic S5 Mark II hat jetzt zum ersten Mal einen guten Autofokus in der Panasonic-Geschichte. Früher hatten sie immer noch einen Kontrast-Autofokus und der war wirklich horrible. Sie ist eine grandiose Filmkamera mit 10-Bit-Video
und 6K Open Gate ideal für anamorphe Objektive. Denn man kann hier nicht nur 1,33 Faktor anamorphe Objektive kaufen, sondern auch direkt die 2x Objektive und hat direkt einen noch cinematischeren anamorphen Look. Die Sony ZV-E1 ist in dieser Liste mit drin, da sie für ihre grandiosen Features einfach nur richtig günstig ist. Sie ist preislich auf dem Level von der Sony A7 IV und dafür kann sie 4K mit 120 FPS. Hier muss man nur als Hybridkamera beachten, dass sie 12 Megapixel hat. Also wenn ihr Fotos macht, habt ihr halt jetzt nicht eine so hohe Auflösung. Dahingegen ist dann die Sony A7 10 Mark II perfekt für Fotografie geeignet, da sie 33 Megapixel hat, aber doch auch sehr gut für Video mit ihren 10-Bit S-Log3 und 4K 30 FPS und 60 FPS in einem Crop. Und jetzt kommen wir zu der Königsdisziplin, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Nikon Z8. Ich habe mich ja gezielt für die Z8 entschieden, über die Sony Alpha 1 und über der Canon R5, da sie erstens viel, viel günstiger ist, obwohl sie halt diese grandiosen Specs hat und da sie auch eine tolle Objektivauswahl hat. Diese hat zwar keinen Mechanical Shutter, also nur einen elektronischen Verschluss, das ist aber vollkommen egal, da der Sensor ein Global Shutter ist. Er hat keinen Rolling Shutter und damit auch wirklich perfekt für Video gedacht, für Videoschwenks, da entstehen keine schräge Linien. 8K mit 60 FPS in RAW sind wirklich auch beeindruckende Spezifikationen, hier auch wirklich ein sehr verdienter Preis. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ich die Canon-Kameras nicht mit in den Award reingenommen habe, dann erkläre ich es euch mal. Die Canon R7 ist wirklich eine tolle Kamera. Sie hat auch 10-Bit-Log, also auch super zum Filme aufnehmen, aber die Objektive fehlen halt. Canon selber hat leider keine richtig guten APS-C-Objektive und die Objektive von Sigma, die jetzt auch erlaubt sind, sind noch nicht veröffentlicht, also noch nicht available. Und damit würden die Kosten halt jetzt wirklich sehr steigen, wenn man dafür dann jetzt die Vollformat-Objektive kaufen müsste. Dieses sind auch der Grund, wieso ich die Vollformat-Kameras nicht empfehlen kann. Die Canon R8 und die Canon R6 Mark II sind zwar wirklich tolle Hybridkameras mit tollen Specs, die sogar gar nicht mal so viel teurer sind als die anderen Kameras, aber die Objektive machen es halt wirklich so viel teurer, weil man halt keine Alternativen hat zu den teuren Canon RF Linsen. Deswegen haben diese auch heute in keiner Kategorie so richtig gewonnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.